Wir arbeiten dran. Sie haben Ihre Lieferung bis zum Ende der Woche. Sie haben genau 3 Tage. Wenn ich sie bis dahin nicht habe, könnte etwas an die Presse in Amerika gelangen. Tut mir leid. Höchst bedauerlich. Stevens Männer haben die Frau erwischt. Sobald sie das Plasma bekommen, werden sie... Was ist mit Logan? Dazu war keine Zeit mehr. Die UN-Friedenssicherungsarmee war bereits angekommen, als... Ihr habt es also schon wieder vergeigt. Wisst ihr überhaupt, wie knapp wir alle dem Tod entgangen sind durch eure Dummheit? Ich bin nicht für die Befehle meines Vorgängers verantwortlich. Markinson hatte die Lage nicht unter Kontrolle. Markinson war ihr Mann. Genau wie Römer ihrer war. Und was ist mit Grigorow? Sie sollten doch die Russen von den Falkom-Lagerhallen in Kasachstan fernhalten. Sie können mich nicht für Ihre eigene Blödheit verantwortlich machen. Der SVR unterschied meinen Befehl genauso wenig wie die Terroristen von Römer. Genug, wir riskieren alle viel. Logan war einer unserer besten Leute. Er hat die beste Ausbildung und jahrelange Erfahrung. Es wird nicht so einfach werden. Ich verstehe. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Erfolg ist alles, oder nicht, Mr. Cochran? Solange Logan am Leben ist, wird es unmöglich sein, das Plasma von der Frau zu bekommen. Ich denke, Sie überschätzen da die Fähigkeiten von Mr. Logan. Sie haben Fagans Job nur bekommen, weil Sie versprochen hatten, die zweite Phase des Virus rechtzeitig fertig zu haben. Es ist nicht meine Schuld, dass Römer das Mädchen verloren hat, bevor Aber Sie haben genauso versagt wie Markinson und Römer. Okay, es tut mir leid, dass nicht alles nach Plan verlaufen ist, aber... Haben Sie das gesehen, Mr. Stevens? Nur eine kleine Demonstration. Mara hat ihre Nützlichkeit bewiesen. Mr. Cochran nicht. Sie kümmern sich um Logan? Wir werden das Plasma der Frau bald haben? Meine Armee ist schon auf dem Weg nach Colorado und meine Männer sind auf dem Luftstützpunkt bei Liangxing. Es wird keine weiteren Verzögerungen geben. Sie können Pause machen, Mann. Wir brauchen ungefähr 10 Minuten. Sie müssen sich ausweisen, Sir. Wir sind von der FEMA. Sollen wir uns vielleicht bei Ihrem Kommandeur beschweren? Nein, Sir. Wir sehen nach Fagan. Sie kümmern sich um den anderen CBDC-Agenten. Stevens will, dass wir noch heute Nacht... Beobachten Sie sie. Sie ist länger ohnmächtig, als ich erwartet hatte. Der Virus sollte sie in diesem frühen Entwicklungsstadium noch nicht so sehr geschwächt haben. Ich gehe rüber zum Hangar und sehe nach, ob die F-22 schon zum Auftanken zurück sind. Nein, gehen Sie zum Haupttor und stellen Sie sicher, dass unser Paket ungehindert durchkommt. Ich werde mich persönlich um die Piloten kümmern. Okay, 2 Plasmabeutel sollten reichen. Du wirst nichts spüren. Ja! Nein, du wirst nichts mehr spüren. Okay, ich muss meine Ausrüstung finden. Doktor. Ja? Sind Sie fertig mit ihm? Ich habe ihm die Injektion gegeben. Es wird etwas dauern, bis es wirkt. Morgen möchte, dass Sie nach Fagan sehen. Ich glaube, die letzten Serumbeutel sind jetzt auch voll. Ich werde zuerst nach Liangxing sehen. Nein, Morgan sagte, Sie sollen sofort kommen. Dobson, ich hatte Ihnen doch gesagt, Sie sollten verschwinden. Warum haben Sie nicht auf mich gehört?
Achtung, Sicherheitsalarm! Gefangene aus Quarantäne ausgebrochen! Ich habe die Wache weggeschickt. Wir sind ungestört. Gut. Doktor, sind Sie fertig mit ihm? Ja, das ist alles, was wir von ihm brauchen. Den Rest holen wir uns von Xing. Dann sollten wir die Sache beenden. Ziehen Sie den Stecker raus. Warten Sie. Ich kann ihn noch im Labor gebrauchen. Wir wissen noch nicht, welche Langzeitwirkung der Virus auf verschiedene genetische Strukturen hat. Mit ihm kann ich... Mein Befehl lautet, Fagan verschwinden zu lassen, sobald Sie sein Plasma entnommen haben. Die Agentur kann es sich nicht leisten, die Regierung herausfinden zu lassen, dass der Chef von Farcom mit einem unbekannten Virus infiziert ist. Verstehe. Und Maras Kugel in seinem Kopf macht die Sache auch nicht leichter, oder? Sie können ja das Mädchen für Ihre Tests benutzen. Ich werde bei unserem Labor in New York nachfragen, ob Sie mit den Vorbereitungen fertig sind. Ich komme mit Ihnen. Sie überprüfen die F-22. Stellen Sie sicher, dass Sie die Sarin-Kanister an Bord haben. Es darf keiner überleben. Ich werde mich drum kümmern, Holman. Sie mich raus, Carter. Wo wollen Sie hin? Ich brauche frische Luft. Die Jungs von der Regierung sind merkwürdig. Irgendetwas geht hier vor. Ja, ich weiß, was du meinst. Gerade haben sie ein paar Leichensäcke reingebracht und ich hatte einen Anruf vom Chef, dass der gesamte Stützpunkt abgeriegelt wurde. Ich bin gleich wieder zurück. Zu hören. Ich habe alles im Griff. Sie halten mich auf irgendeinem zivilen Stützpunkt in Colorado fest. Wo ist Gabe? Er ist in Schwierigkeiten. Der Transporter ist irgendwo in den Bergen abgestürzt. Gabe ist in Schwierigkeiten? Ja, aber es gibt noch mehr Neuigkeiten. Ich glaube, er macht sich mehr Sorgen um dich als um sich selbst. Gabe hat was Besseres zu tun, als sich um mich Sorgen zu machen. Ja, alles okay? Ich habe mir einen Adrenalinbooster verpasst, aber er lässt stark nach. Gib ihm diese Nachricht sofort durch. Er hatte recht mit Fagan. Sie haben ihn am Leben erhalten, zum Züchten. Einer neuen Art von Virus. Möglicherweise die gleiche Form, mit der ich infiziert bin. Sie
müssen uns beide während der Inhaftierung in den Katakomben infiziert haben. Oh Gott. Deshalb bin ich hier. Sie benutzen diesen Stützpunkt, um infiziertes Material aus den Staaten ein- und auszufliegen und umgehen so die internationalen Quarantänebestimmungen. Mhm. Die Agentur benutzt den auch, um den gesamten Luftverkehr bei den Rockies lahmzulegen. Das passt alles zusammen. Sag Gabe, dass das Labor der Agentur irgendwo in New York ist. Ich werde versuchen herauszufinden, wo genau. Okay, ich werde mir jetzt einen Hubschrauber besorgen und von hier verschwinden. Hat Gabe schon einen Fluchtplan? Nein, ich soll den Agenturfunk abhören, während er sich zur Absturzstelle vorarbeitet. Ich glaube, er will sich dort einen Hubschrauber besorgen. Sag ihm, er soll's lassen. Ich werde ihn abholen. Hast du seine Koordinaten? Nein. Wir sind fertig hier, Soldat. Lassen Sie uns raus. Ja, Sir. Kein Problem. Ich bekomme sie vom Tower. Ich gehe rüber in das andere Lazarett und sehe nach, ob das restliche Plasma ordnungsgemäß eingefroren wurde. Okay, unsere F-22 kommen gerade rein. Sobald ich mit ihnen fertig bin, treffe ich sie im Tower. Halt, Miss! Bleiben Sie genau da stehen! Sie verstehen nicht. Ich bin keine Gefangene. Sie wissen nicht, wer diese Leute sind. Sie haben recht. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Aber ich weiß, dass Sie nicht von der FEMA sind. Da drüben. Ich habe gehört, dass Sie sie töten wollen. Hier können Sie raus. Danke. Der Flugplatz liegt südwestlich von hier. Ich gehe rüber zum Sicherheitsbüro und werde Ihre Abwesenheit so lang wie möglich geheim halten. Viel Glück. Sie gehen ein hohes Risiko ein, Soldat. Ich habe einen Eid auf die Verfassung geschworen. Wer sind diese Leute? CIA? NSA? Nicht so ganz. Sie haben nicht viel Zeit. Viel Glück. Nochmals, vielen Dank.